Und deswegen fahren wir heute fort mit dem Thema God is Life, Gott ist Leben. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass der Herr eine Quelle aufgetan hat für dich und mich, aus der nicht etwas Bitteres und etwas Süßes zugleich sprudelt, sondern die Quelle, die er aufgetan hat, aus der sprudelt nur das Leben. Und dieses Leben, das daraus entquillt, heraussprudelt, dieses Leben wird sogar in die Ewigkeit hineinsprudeln. Denn Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen im Überfluss. Wir haben das letztes Mal angeschaut. Und weißt du, das muss eine Realität werden für dich. Und ich glaube, nach dem heutigen Gottesdienst sind die Zeiten des Ausgelaugtseins, die Zeiten des Deprimiertseins, die Zeiten, die du vielleicht so lange hattest, des Zermürbtseins, dass die nach dem heutigen Gottesdienst weg sind und neue Zeiten für dich kommen und Leben anbricht. Und zwar so, wie wir sehen und wie er es verheißen hat, im Überfluss. Ich will nicht einfach, dass es nur auf uns ein wenig tröpfelt. Ich will den Spätregen. Amen. Und Tröpfeln ist eine Sache. Und zu viele erleben Tröpfeln. Aber wir sind in der Zeit des Spätregens. Du solltest nass werden. Zieh deinen Regenschirm ein. Amen. Wir müssen unsere Regenschirme einziehen. Und dem Herrn erlauben, uns nass zu machen. Amen. Wir müssen es ihm erlauben, dass, Herr, du darfst uns so nass machen, dass wir nachher flutschnass sind, pitchnass sind, aber dass wir das Leben von dir haben. Denn das lebendige Wasser ist sein Leben. Praise the Lord. Amen. Ich glaube, heute wird ein Meilenstein sein in deinem Leben und Gott wirst du erkennen und sehen und dieses neue Leben wird endlich beginnen, in deinem Leben, in deinem alltäglichen Leben zu wirken. Denn God is life. In ihm ist nicht ein wenig Gutes und zwischendurch etwas Schlechtes. Der Teufel und Gott, sie tauschen nicht ihre Rollen. Manchmal gibt er etwas Gutes und dann gibt er etwas Schlechtes. Nein, der Teufel ist ein böser Teufel. Und das wird auch so bleiben. Und Gott ist ein guter Gott. Und das wird ebenfalls so bleiben. Die tauschen nicht ihre Rolle ab und zu, wie es einige Leute behaupten. Nein, Gott bleibt Gott. Und er bleibt dabei, nur Gutes zu tun und uns nur Gutes zu geben, denn God is a good God. Amen. Amen. Our God is a good God. Er ist ein guter Gott. Und deswegen kann es nicht sein, dass er manchmal gibt er Leben, manchmal gibt er Tod, manchmal gibt er etwas dazwischen. No, 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 no. Aus seiner Quelle sprudelt nur Leben. Und wir haben letztes Mal angeschaut, dass Tod nie in seinem Plan war. In Gottes Plan war nie Tod. In Gottes Plan war nie die Absicht von Tod mit beinhaltet. Gott plante für den Menschen, die Probezeit im Garten Eden zu bestehen und dann in die bewährte Heiligkeit zu kommen, die ewiglich andauert. Gottes Plan war nicht für Adam, dass er jetzt mal auf der Erde ist und dann lebt und dann passiert irgendetwas und dann stirbt er mal und dann schauen wir weiter. Das war nicht Gottes Plan. Gottes Plan war, Adam, der Minimaltest ist. Oh, du kannst von allen Bäumen essen, aber dieser eine Baum. Mm-mm. Nicht von diesem Baum, aber von all den anderen Bäumen. Was für ein Minimaltest. Okay? Was für ein Minimaltest. Von all den guten Früchten zu essen, aber die von diesem Mango, rühr sie nicht an. Diese Banane, rühr sie nicht an. Sozusagen in unserer heutigen Sprache, ganz einfach ausgedrückt. Nein, der Minimaltest war von allen Bäumen da veressen, nur von dem einen nicht. Und das war nicht ein Test, der 3000 Jahre dauern sollte. Der nicht 3000 Jahre dauern sollte. Das war eine Zeit von einer Prüfung, die Adam und Eva hatten. Und weißt du was? Sie war so einfach. Weißt du, was unsere Prüfung heute ist? Glaubst du an Jesus Christus? Das ist der Test unter dem Zeitalter der Gnade. Glaubst du? Was ist die Condition? Was ist die Bedingung? Unter jedem Zeitalter, unter jeder Dispensation gibt es eine Bedingung, gibt es einen Test. Und der Test und die Bedingung ist, have faith in God. Glaube an den Erlöser. Glaube an
den Namen des Sohnes. Glaube an Jesus Christus. Das ist die Bedingung in diesem Zeitalter. Ist es nicht fantastisch? Wir müssen nichts tun, sondern nur unser Herz schenken. Amen. Wir müssen nichts tun, sondern nur preis dem Herrn Danke sagen für das, was er für uns schon vor 2000 Jahren getan hat. Receive. Halleluja. Preis dem Herrn. Das Konzept der Erlösung lebt davon, dass man von einem Ort oder von einem Bereich zu einem anderen durchgedrungen ist. Und ich möchte dir zeigen, was Erlösung ist. Im Johannes 5 und Vers 24 lesen wir Folgendes. Wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus das Doppel wahrlich bringt, dann sagt er, jetzt müssen wir ganz genau anhören. Jetzt musst du hinhören. Wirklich, wirklich, wahrlich, wahrlich. Das ist absolut, absolut, true, true, wahr, wahr. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist Erlösung. Erlösung ist ein Geben von neuem Leben. Wenn du dich fragst, von was hat mich Christus am Kreuz erlöst, dann ist es nicht von den paar Tatsünden in dem Sinne, die sind mit einbegriffen natürlich, aber es sind nicht ein paar falsche Dinge, die wir gemacht haben, sondern er hat uns vom Tod erlöst. Und wir sind vom Bereich des Todes durchgedrungen zum Bereich des Lebens und des ewigen Lebens. Ein Herrschaftswechsel beinhaltet, von Tod zum Leben zu kommen. Siehst du, warum sollte Gott beides geben, Tod und Leben, wenn er uns vom Tod errettet? Warum sollten, wie einige behaupten oder denken, er manchmal dies und manchmal das andere geben, wenn doch das der Kern der Erlösung ist? Vom Tod zum Leben. Und zwar nicht nur einfach eben in dem Sinn, es uns geschenkt haben, sondern richtig durchdringen. Durchdringen. Richtig durchdringen. Das heißt, du bist mit nichts mehr, mit keiner Faser mehr im Alten, sondern du bist richtig durchgedrungen. Und du bist jetzt im Leben. Und dort bleibst du und im Bereich des Lebens gibt es nur Leben. God is life. In ihm ist kein Funke, kein Tropfen, kein Millimeter an Tod. Er lässt uns durchdringen von dem, was wir Sklaven waren, so lange. Now it's just pure life. Gott ist Leben und er ist immer Leben. Und das bleibt dabei. Er wird nie etwas anderes geben. Aus seiner Quelle heraus sprudelt nur noch Leben. Und und wir werden das nachher sehen, das ist die Speise von Jesus. Das nährt Gott. Das stärkt Gott. Von dem ernährt er sich, wenn er uns ständig Leben schenken kann und wir es empfangen. Das ist, was ihn motiviert. Das ist, was ihn stärkt. Das ist seine Speise. Praise the Lord. Nun, du musst verstehen, wenn es hier heißt, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, dann reden wir nicht in erster Linie vom physischen Leben. Es schwingt mit. Aber das Wort, das hier als Leben gebraucht wird, ist das griechische Wort Zoe. Ganz genau. Zoe. Dieses Wort wird gebraucht. Und wir sollten eigentlich uns dessen bewusst sein, was die göttliche Art von Leben alles beinhaltet. Also wenn er sagt Leben, dann benutzt er das griechische Wort Zoe. Und dieses Wort Zoe ist nicht die menschliche Art, wie menschliches Leben übermittelt wird, sondern wie Gott Leben übermittelt. Und ich habe ein Bild mitgebracht, ich möchte dir zeigen, wie wir das miteinander anschauen müssen. Ich möchte heute, dass wir definiert bekommen, was das göttliche Zoe-Leben ist. Denn Jesus sagte, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, und zwar im Überfluss. Zoe. Mit anderen Worten, wenn du Zoe findest in der Bibel, dann findest du seine Art von Leben. Und die ist anders als unsere Art von Leben, die wir geben können.
die wir schenken können, zum Beispiel wenn ein Kind gezeugt wird, seine Art ist viel größer. Zoe-Leben bedeutet Leben real und echt. Das ist, was es bedeutet. Ein Leben aktiv und kraftvoll. Absolute Fülle. Ich mag absolute Aussagen. I like it. Absolute Fülle des Lebens. Man ist einfach gesegnet. Zoe kommt vom selbst existierenden Leben Gottes und wird von ihm auch erhalten. Also Zoe hat mit dem selbst existierenden zu tun. Jetzt musst du eins verstehen. Kennst du diese Frage? Und lass mich kurz auch dir, ich habe es in der Bibelschule vor 2-3 Wochen gesagt, weil das ist eine große Antwort, die du den Kindern geben kannst, wenn Kinder dich fragen. Manchmal kommen die Kinder und sie fragen dich, Mami, Papi, Großmami, Großpapi, Onkel, Tante, Schwager, Schwägerin, Cousin, was auch immer, sagen, du glaubst doch, jetzt sag mir doch mal, wer hat Gott gemacht? Interessante Frage. Und dann sagen wir dann meistens, lass mich mal nachlesen gehen. Zu spät. Nein, wie viele wissen, wir sollten eine Antwort haben auf diese Frage. Stimmt's? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wer hat Gott gemacht? Mein Gott hat alles gemacht, er hat das Universum gemacht, er hat die Planeten gemacht, er hat den Menschen gemacht, er hat den Schimpansen gemacht, er hat alles gemacht, er hat die Tiere gemacht. Amen. Er hat eine Katze gemacht, die du so sehr liebst. Aber wer hat denn Gott gemacht? Hi. Keiner. Ja, schon, aber das reicht nicht. Du kannst dem Kind nicht sagen, keiner. Man weiß es genau gleich viel wie vorher. Okay? Das ist auch nicht die Antwort, die man hören will. Nein, ich kann dir sagen, welche Antwort du geben musst. Der Gottesname im Hebräischen ist Yahweh. Okay? Yahweh. Und der Name Yahweh ist ein Zeitwort eben auch. Darin widerspiegelt sich Zeit. Und deswegen hatte Luther, als Luther es versuchte zu übersetzen, weil Yahweh so riesig ist, dass es gar nicht so einfach ist, das zu übersetzen, auch von der Abfolge der hebräischen Buchstaben, sagte Luther und übersetzte Luther korrekterweise, weil Gott sagte dem Mose, als Mose fragte, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich gesandt hat? Und Gott sagte einfach, sag Yahweh. Ganz genau. Und so was hat Luther übersetzt? Ich bin. Sag ihnen, ich bin. Ja gut, das ist nicht ein gewöhnlicher Name, oder? Aber ich bin Erich Engler. Du bist so und so. Ich bin. Mit anderen Worten, ich bin jetzt. Ich stehe vor dir. Ich bin gegenwärtig und ich bin einfach. Luther übersetzte, ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Weil wir im Wort Yahweh eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen. Sagt er einfach, tell him, I am. Sag ihnen, ich bin. Und jetzt schau dir das an. Du sagst, ich verstehe das noch nicht ganz. Er ist, er wird sein, all die Zeitformen. Gott sagt dadurch, und die Übersetzung ist gar nicht so schlecht von Luther, muss ich sagen, Gott sagt eigentlich dadurch, ich bin der Selbstexistierende. Das ist, was er sagt. Wie kannst du Yahweh übersetzen? The self-existing one. Der selbst existierende. Und das beantwortet dir die Frage, wer hat Gott gemacht? Er ist selbst existierend. Er braucht nicht gemacht zu werden. Er braucht keinen Schöpfer. Er ist self-existing. Wow. Und dieses Leben, dieses selbst-existierende Leben, dieses Zoe-Leben, kommt davon. Es existiert einfach so selbst, weil es vom selbst-existierenden kommt. Und das beantwortet die Frage, wer ist der Schöpfer von Gott?
Es gibt keinen Schöpfer von Gott. Er existiert einfach. Und er hat schon immer existiert. Er existiert jetzt und er wird immer existieren. Das ist das Unendliche darin. Das ist das Ewige darin. Deswegen, Zoe kommt vom selbst existierenden Leben Gottes und wird von ihm auch erhalten. Der, der selbst existent ist, erhält sich selbst. Und diesen Segen hast du bekommen. Deswegen sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird nimmer mehr sterben. Der selbst existierende wird dich für alle Ewigkeit am Existieren erhalten. That's life. Das ist Zoe. Das ist seine Art vom Leben. Und Tyers Greek Lexikon, das ist eines der besten Lexikas, die es gibt in der Definition, sagt, ich möchte es zuerst in Englisch lesen, zum Begriff Zoe, was Zoe bedeutet, it's the state of one who is possessed of vitality or is animate. Zu Deutsch, der Zustand eines Menschen, der über Vitalität verfügt und belebt ist. Das ist die Definition vom Zoe-Leben. Und siehst du, im Englischen kommt es noch etwas stärker. Das Englische ist einfach, die englische Sprache kann oftmals einfach stärker wirken, weil sie etwas mehr powervolle Ausdrücke hat. The state of one who is possessed. I like it. Possessed. Possessed ist das englische Wort für in Besitz genommen sein. Etwas besitzt dich jetzt. An dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus sei du mein Herr und Erlöser, bist du besetzt worden vom Heiligen Geist. In dem Moment hat sich bei dir so eine Neonröhre angezündet, wo heißt Motel besetzt. No vacancy. Besetzt. Weswegen? Weil der Heilige Geist in dich hineingekommen ist und er in dir Wohnung genommen hat, in deinem Haus, in deinem Gefäß. Du bist besetzt worden. Du bist possessed worden. Aber vom richtigen Geist. Amen. The state of one who is possessed of vitality. Vitalität. Und der belebt ist. Also im Englischen kommt es noch stärker raus, aber es ist eine gute Übersetzung, der Zustand eines Menschen, der voll Vitalität ist, der voller Leben ist, der das Leben in Fülle hat. Und dieses Leben in Fülle haben nicht alle. Denn es gibt drei Arten von Leben im Griechischen, Bios, Psyche und eben Zoe. Bios und Psyche haben alle Menschen. Aber nur Christen haben Bios, Psyche und Zoe. Nur Gläubige haben das Dritte, was für uns jetzt das Erste sein sollte. Alle Menschen haben Bios, das bezieht sich auf den physischen Körper und davon haben wir das Wort Biologie. Alle Menschen haben Bios. Alle Menschen haben auch eine Psyche. Bezieht sich nämlich auf das psychische Leben der menschlichen Seele und vom Psyche hast du das Wort Psychologie. Aber Zoe haben nur Gläubige. Es bezieht sich auf Gottes Art von Leben, das ewig ist und abgerundet können wir sagen, das ist Spiritologie. Das hat mit den Dingen des Geistes zu tun. Das eine ist Biologie, das andere ist Psychologie. Aber wir haben Spiritology. Halleluja, wir haben Gottes Art von Leben. Preis dem Herrn. Du bist possessed. Jemand hat von dir Besitz ergriffen. Und es ist der, der kein Skorpion gibt oder Stein gibt, sondern es ist der, der den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist in dir. Das Zoe-Leben ist in dir und das ist das reale, echte Leben. Es ist aktiv, es ist kraftvoll, es ist die absolute Statements sind immer etwas gefährlich, aber es ist die absolute Fülle des Lebens und hier trifft es voll zu. Es ist blessed, gesegnet zu sein. Wow! Werde dir bewusst, dass du nicht nur Psyche bist, dass du nicht nur Bios bist, du bist nicht nur ein biologischer Zufallshaufen,
der zusammenklebt. Hörst du mir zu? Du bist kein Zufallsklebstoff. Du hast Zoe-Leben in dir drin. Nun jetzt, wir sind trainiert und wir sind natürlich oftmals fokussiert auf das Biologische, auf das Körperliche und auf das Psychische. Und deswegen braucht es die Sichtweise, dass Gott Leben ist und dass dieses Leben in dir ist. Halleluja. Es hat alles mit dem Schlachtfeld der Gedanken zu tun. Es ist alles eine Kopfsache. Verstehst du? Wenn du ohne Erkenntnis kann kein Glauben kommen. Deswegen sind so viele auch Christen heute in der Dunkelheit, weil sie haben keine Erkenntnis. Sie haben keine Erkenntnis vom Licht Gottes, vom Leben Gottes. Wo keine Erkenntnis ist, kann kein Glaube kommen. Wo Erkenntnis aufhört, biblische Offenbarungserkenntnisse, Erkenntnis, wo sie aufhört, hört Glauben auf. Du bist Zoe, Halleluja, hast Zoe und du hast es für alle Ewigkeit. Preis dem Herrn. Und das ist, was Jesus meinte, als er zur Frau am Brunnen redete in Johannes 4, Vers 14. Lesen wir es kurz. Jesus sagte zur Frau am Brunnen, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Zoe-Leben quillt. Mit anderen Worten, es ist jetzt eine Quelle geöffnet, die schon jetzt offen ist, die nicht versiegt. God is life. Das wird nicht mehr versiegen. Gott ist Leben, diese Quelle wird nicht zugedeckt, zugehen oder versiegen. Das Leben Gottes, sagt uns Jesus, das ist eine Quelle, die jetzt aufgetan wurde und die selbst existierend weiterfließt. Halleluja. Von einer Ewigkeit zum nächsten. Wow. Also Gott hat eine Quelle eröffnet in deinem Leben, wo du gar nicht mehr sagen kannst, er ist beides. Manchmal gibt er Leben, manchmal gibt er Tod. Manchmal schenkt er Leben, wenn er es für gut empfindet, dann gibt er den Tod, damit er mich bei sich haben kann. No. Gott möchte, dass du ein langes, vitales Leben führst. Wir alle werden einmal gehen. Aber Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird nimmer mehr sterben. Wir alle gehen einmal und das bedeutet einfach, wir wechseln. Wir wechseln den Ort. Wir wechseln den Platz. Wir gehen von einem Leben zum nächsten. Amen. Siehst du, und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, mehr und mehr, und das braucht vielleicht Jahre und Jahrzehnte, dann werden wir auch dann echt so auschecken, gemäß dem, was wir glauben. Solange du denkst, ich werde einmal sterben, wirst du sterben. Aber in dem Moment, wo du beginnst zu denken, ich gehe von einem Leben zum nächsten, wird es ein Übergang sein. Amen. Aber wir müssen unseren Glauben aufbauen. Und zwar manchmal wahrscheinlich Jahre und Jahrzehnte, dass wir an den Punkt kommen, dass das Wort Sterben und Tod aus unserem Gedächtnis kommt, weil wir so viel Tod um uns herum sehen. Aber eigentlich ist es doch verrückt, wir sind vom Tod zum Leben gedrungen, wir denken immer noch über Tod nach, sollte nicht sein. Stimmt? Wir sollten nicht mehr darüber nachdenken, weil wir nicht mehr im Bereich des Todes sind. Und Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Amen. Aber weißt du, wir haben die Hoffnung als die Generation, die am nächsten der Entrückung ist. Amen. Und wir, unsere Generation, ich glaube, dass unsere Generation sie erleben wird. Und das ist die beste Art zu gehen. Entrückt zu werden. Okay? Und sollten wir sie nicht erleben, lass uns unsere Gesinnung, unser Schlachtfeld im Kopf auf eine neue Ebene bringen und Leben denken und aufhören, tot zu denken. Wir denken zu viel Tod und Sterben und Leid und Schmerzen. Dabei war das, was Jesus für uns stellvertretend am Kreuz genommen und abgenommen hat. Amen.
Nun, ich sage nicht, dass sich das von heute von morgen zu ändert und ich sage auch nicht, dass du in dem Sinn immortal bist, aber was ich sage ist, wenn wir unsere Gesinnung ändern und die Entrückung findet nicht zu unseren Zeiten statt, dann wird der Übergang, der Tag von deinem Click-out, von deinem Auschecken sein, du gehst vom einem Leben zum nächsten. Amen. Du bist beim Frühstück, trinkst deinen Kaffee, schaust deine Frau an, lächelst sie ihr zu und you're gone. Whoop. Amen. Ohne Schmerzen, ohne Leiden. Weil du weißt, Gott ist mein Leben. Und Gott ist auch mein Leben in meinem Sterben. Deswegen brauche ich mir keine Angst zu machen über Sterben, weil er im Sterben und im Tod mein Leben ist. Wir müssen die Furcht vom Sterben verlieren. Wir müssen die Furcht vom Tod verlieren. Wir müssen lernen, Gott hat für uns einen Weg geplant, um in Herrlichkeit zu gehen. Aber das kommt nicht, solange du glaubst, Gott gibt manchmal Leben, manchmal gibt er Tod. Nein, Gott gibt nur Leben. Amen. Siehst du, all was zwischen den Zeilen hier der Heilige Geist sagen will, ist so tief, die Predigt musst du noch ein paar Mal hören. Die muss ich selber noch mal ein paar Mal hören, weil zwischen den Zeilen so viel der Heilige Geist spricht. Das spürst du in einer Atmosphäre. Wow, wenn Gott Leben ist und der Tod ist der letzte Feind, den Jesus besiegt hat, den Stachel genommen hat. Denn seine Ferse wurde durchstachelt. Und seine Hände wurden durchstachelt. Und am Kreuz die Macht des Todes genommen hat. Und diejenigen davon erlöste, die ein Leben lang Furcht davor hatten und Knechte des Todes waren. Schau an. Hebräer 2,14 ist nicht in der Liste, musst du uns separat geben. Hebräer 2,14, das ist Erlösung. Es ist das Geben von Leben. Und das ist, was Jesus sagt im Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, das ist das Flesh and Blood, ist dieses Leben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Er hat dieselbe Fleisch und Blut gehabt, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der die Macht des Teufels hatte. Und dann kannst du mir noch Vers 15 geben. Und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Freunde, das ist auf der einen Seite die Ewigkeit, aber das ist auch das Endende hier gemeint. Denn in der Ewigkeit habe ich keine Todesfurcht mehr. Sondern hier auf Erden, solange ich endlich bin und realisiere, ich bin endlich, kommt Todesfurcht mit. Und die meisten Menschen haben Angst vor dem Sterben. Haben Todesfurcht. Und dazu ist Jesus gekommen, um uns zu befreien. Jesus ist gekommen, um dir die Angst von Tod und Sterben zu nehmen. Und er möchte, dass du glaubst und vertraust, dass du in Herrlichkeit gehen wirst. Wie Jakob, der sich beugte, kniete und anbetend starb. Wow. Er hat all diejenigen befreit, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Können wir eine neue Sicht bekommen auf Sterben und aufs Endliche in unserem Leben? Absolut. Indem wir mehr und mehr wegkommen von diesen Gedanken, weil wir sind versetzt ins Reich des Lebens. Wir sind versetzt ins Reich des Lichtes. Siehst du, Tod ist eine Folge von der Finsternis, von Dunkelheit. Menschen fürchten sich vor etwas wegen Dunkelheit. Aber wir sind ins Reich des Lichts, seines Sohnes versetzt worden. Und dort ist Hoffnung, dort ist Licht, dort ist Leben. Preis dem Herrn. Wow.
Und nochmals, nochmals, das ist unser letzter Feind. Stell dir vor, du wirst geboren und jeder, der die Bibel kennt und die Bibel gelesen hat, weiß, dass jeder Mensch, der geboren wird, nicht der, der geboren wird, weiß es gleich, aber du weißt es, weil es heißt, der letzte Feind ist der Tod. Weißt du von Anfang an, jeder Mensch, der geboren wird, als kleines, unschuldiges Babylein, wird in eine Welt geboren, wo ein Feind hat bis zuletzt. Und das ist das herzige Geschöpf, das wir hier in den Händen haben, wird irgendwann wieder gehen. Und von dem hat uns Jesus befreit. Halleluja. Und da wir aufwachsen mit dieser Furcht, mit diesem Feind, wir sind konfrontiert in unserem Umfeld mit dem Feind des Todes. In unseren Familien haben wir Menschen leiden gesehen und sterben gesehen. Wir sind damit konfrontiert. Manche von uns sogar, die in diesen Bereichen arbeiten, jeden Tag. Jeden Tag bist du konfrontiert mit Leben und Tod. Du siehst, wie Menschen gehen. Einige schlafen ein, andere gehen zermürbend, leidend, schrecklich. Einige von euch sind, jeden Tag sehen sie das. Das heißt, wir sind in einem Umfeld, wo von dem geprägt ist. Und das ist, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen, wo wir Informationen darüber haben. Aber ich sage dir eins, es gibt noch eine weitere Information. Inside Information. Inside Edition. Amen. Inside Information, Inside Edition. Und Gottes Wort will uns die Furcht und Angst davon nehmen. Wow. Ich glaube, eine Gemeinde ist auch da, um, ja, wir sollen aktiv sein in der Gegenwart und unsere Gesellschaft erreichen, aber wir sollen auch vorausschauen und die Menschen auf etwas vorbereiten, was viel herrlicher ist, als was wir jetzt haben, ohne Angst und ohne Todesfurcht. Dass wir den Tod überwunden haben, durch denjenigen, der überwunden hat für uns. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Jesus sagte im Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind Geist und Leben. Sie sind Geist und Leben. Du musst verstehen, dass Gott eine Quelle für dich und mich geöffnet hat. Eine konstante Quelle, die nicht versiegt. Und Jesus zeigt der Frau am Brunnen, was das für eine Quelle ist. Diese Quelle versiegt nicht mehr. Aus ihr sprudelt nur noch eins, Leben. Und diese Quelle heißt Zoe-Leben. Und das ist, was jetzt in dir ist, übernatürlich. Du kannst das nie einfach irgendwie erreichen in dir. Es wird dir geschenkt. In dem Moment, wo du von neuem geboren bist, wo du Jesus annimmst, dass dein Herr und Erlöser, Erlösung erfährst, kommt das mit. Es ist in dir drin. Du wirst von Biologie und Psychologie wirst du jetzt, erhältst du Zoe. Du hast alles jetzt. Alles. Und es sind die Worte Jesu, die das möglich machen. Die Worte Jesu sind Leben für unser alltägliches Leben. Was sagte Jesus? Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Zoe. Spirit and Life. Also müssen wir uns fragen, wie kann dieses Zoe-Leben ganz praktisch zu uns kommen? Wie kommt es ganz praktisch zu uns und entfaltet seine Wirkung, simple, indem wir auf die Worte Jesus hören? That's it. Also ich kann das nicht durch Handauflegung in dem Sinn übermitteln, ob schon durch die Geistesgaben das bis zu einem gewissen Bereich möglich ist. Aber wir dürfen jetzt nicht einfach denken, machen wir einen Handauflegungsgottesdienst und dann bekommt jeder die dreifache Portion Zoe. Nein, sondern die Worte von Jesus geben uns dieses Leben. Okay? Weil er sagt,
Er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind Geist und sie sind voller Zoe. Also wenn wir zurückgehen, das, was er vor 2000 Jahren zu uns geredet haben, und dank sei Gott sind ja diese Worte, die voller Geist und Leben sind, sind aufgezeichnet. Wenn wir zurückgehen und wir lesen sie und wir hören sie, wie sie vor 2000 Jahren waren, wir hören auch zwischen die Zeilen, wir hören, was Jesus uns zeigen, offenbaren und sagen will, dann kommt Leben. Dann kommt Leben. Hast du gewusst, dass du CDs von Jesus haben kannst, wo er geredet hat? Du kannst MP3s von Jesus haben, als er vor 2000 Jahren geredet hat. Das gibt's. Es gibt Datenträger mit den Worten Jesu drauf. Öffne einfach die Bibel. Nimm dein iPhone und nimm auf, was er sagt. Dann ist es nämlich, wie wenn er vor 2000 Jahren gesprochen hätte. Und du hast sein direktes Reden. Da gibt es Tapes, Kassetten, CDs, DVDs, MP3s, MP4s von Jesus. Amen. Lies einfach vor, laut und nimm es dir selbst auf. Dann hörst du Jesus reden. Jesus has tapes. Amen. Amen. So einfach geht es. Oder wir können es auch projizieren. Hier. Das ist sein Tape. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben. Genauso hat er es gesagt. Preis dem Herrn. Genauso. Und genauso Kraft hat es noch, wie vor 2000 Jahren. Das Johannesevangelium ist voller Leben. Denn bis jetzt haben wir, bis auf Hebräer, haben wir jede Stelle hier aus dem Johannesevangelium genommen. Und meine ganze Message ist vorbereitet. Ich habe die andere Stelle aus Hebräer, die kam jetzt dazwischen, wegen dem Gastsprecher. Aber ich habe die ganze Predigt, habe ich nur mit Johannesstellen vorbereitet. Nur Johannesstellen. Weil Johannes, sein Evangelium ist anders als die anderen, als Matthäus, Lukas und Markus. Die anderen sind in gewisser Art und Weise sehr ähnlich. Sie sind überlagernd und ähnlich. Johannes ist einmalig. Das Johannesevangelium gibt es nur einmal. Es ist das geistlichste von allen Evangelien. Johannes ist der 5 Schriften produziert hat. Ja, Grace, ganz genau. Johannes Evangelium, 1., 2., 3. Johannes Brief und Offenbarung. Grace. Er hatte die größte Offenbarung von Gottes Liebe. Er ist der an der Brust des Meisters lag. Er war im Schoß des Vaters. Er hat seinen Namen geändert. Er nannte sich nicht mehr Johannes, sondern er nannte sich den Jünger, den der Herr lieb hat. Johannes, der Jünger, den der Herr lieb hat. Er hat eine Offenbarung von Gottes Liebe. Jesus hat Johannes nicht mehr geliebt als die anderen Jünger, aber Johannes hatte die höhere Offenbarung von Liebe als die anderen Jünger. Und er hat seinen Namen geändert. Johannes ist das speziellste Evangelium von allen. Johannes ist, es nennt sich das Evangelium des Lebens. Oh, Halleluja. Halleluja. Johannes schreibt die Worte Jesu nieder wie kein anderer. Und du findest Aussagen von Jesus, wo du nirgends sonst findest. Johannes Evangelium ist voller Geist und voller Leben. Deswegen empfehlen wir allen, fang an mit dem Johannes Evangelium zu lesen. Hast du sicher auch schon gehört oder den Tipp bekommen. Wo soll ich beginnen zu lesen? Johannes. Dort beginnst du zu lesen, im Johannes Evangelium. Amen. Ich gebe dir ein Beispiel, weil wollen wir noch die Worte, die von Jesus Leben sind, in unser alltägliches Leben einbauen. Lassen wir das Zoe-Leben jetzt ganz praktisch sprudeln. Denn seine Quelle wird nie versiegen. Johannes, 2. Kapitel, Verse 1 bis 4. Das ist die Hochzeit von Kana. Oh,
4 Verse. Wir könnten Wochen darüber predigen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Der Wein ist ausgegangen. Ich weiß aus Erfahrung, das ist eine ganz, ganz schlechte Situation. Das geht gar nicht. Erstens ist es eine Hochzeit. Zweitens mögen wir alle Wein. Und drittens, das darf einfach nicht passieren, dass er dann ausgeht. Sie haben keinen Wein, der Wein ist ausgegangen. Und jetzt sagt Jesus: Kein Problem, Mama. Ich mache gleich das Wunder. Hat er das gesagt? Mom, für diese Zeit bist du geboren, um das erste Wunder zu bezeugen, das ich machen werde. Amen. Das hat er nicht gesagt. Jesus hat gesagt: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was habe ich mit dir zu tun, sagt er. Und eigentlich, kannst du mich kurz wechseln zur neuen Genfer Übersetzung? Jesus erwiderte: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was habe ich mit dir zu tun? Das ist eigentlich das, was er sagt. Er sagt eigentlich: Was habe ich mit dir zu schaffen? Was habe ich mit dir zu tun? Was geht mich das an? Ist, was er sagt. Das ist, was er sagt. Er sagt: Was interessiert mich das? Weil es nicht in seiner Verantwortung liegt, zu schauen, ob das Restaurant Wein hat. Genug. Stimmt's? Das liegt nicht in seiner Verantwortung. Es liegt nicht in der Verantwortung von Jesus, responsible zu sein, verantwortlich zu sein, dass das Hotel genug Wein eingekauft hat für das Hochzeitsfest. Liegt nicht in seiner Verantwortung. Deswegen sagt er das. Er sagt: Was hat das mit mir zu tun? Was ist eigentlich das, was er sagt? Das sind die Worte Jesus. Du sagst: Voller Leben? Yes. Denn du musst verstehen, was er uns sagen will. Er will dir und mir sagen: Bruder, Schwester, trage nicht die Bürden, die du nicht tragen solltest. Trage nicht die Sorgen von anderen, die du nicht tragen kannst. Denn eins musst du wissen: Du bist nicht der Erlöser. Oftmals schauen uns Menschen an, verlangen von uns, eine Art Retter zu sein. Aber wir können nicht die Menschen erlösen. Wir können versuchen zu helfen. Manchmal wirkt das, was wir ihnen sagen, oder die Ratschläge, die wir ihnen geben. Manchmal hilft es ihnen, oftmals hilft es nicht. Aus was für irgendwelchen Gründen, ob sie es jetzt umgesetzt haben oder nicht. Wir sind aber nicht der Erlöser und du musst dich entspannen. Du bist nicht der Erlöser. Die Erlösung liegt nicht in deiner Hand. Die Erlösung der Welt liegt nicht in deiner Hand. All die schlimmen Dinge, die in der Welt passieren, all die Hungersnöte, all die vielen Kinder, die sterben, du bist nicht der Erlöser. Nimm diese Bürden niemals auf dich. Das ist, was Jesus uns hier sagen will. So viele Dinge liegen nicht in deiner Verantwortung, aber du nimmst die Verantwortung auf dich und du lädst etwas auf dich, das du niemals auf dich hättest laden sollen. Denn Menschen müssen beginnen, Jesus zu vertrauen und nicht uns. Amen. Wir wollen helfen. Wir wollen Lasten tragen, finanzielle Lasten tragen von anderen, anderen in diesen Bereichen helfen, aber wir können nicht ihre Sorgen tragen, denn es gibt nur einen Sorgenträger, das ist Gott. Wir können nicht ihre Bürden tragen, wir können anderen Menschen helfen, wir können Gutes tun, aber du musst verstehen,
dass du niemals Retter sein kannst für diese Menschheit. Niemals. Jesus möchte, dass wir das Leben genießen. Ja, er hat das Wunder nachher gemacht. Aber genau das ist ja das wunderbare Zeichen. Verstehe, dass es nicht meine Verantwortung ist. Jesus wird das Wunder nachher schon tun. Aber ich kann es nicht wirken. Jesus spricht zu uns. Jesu Wort ist im vollen Geist und Leben. Jesus will zu uns reden. Das Wort Gottes will auch zwischen den Zeilen zu uns reden. Das Wort kann abgeholt werden auf der wörtlichen Ebene, aber es gibt auch verschiedene geistliche Ebenen. Und was er uns hier aufzeigt, ist einfach nur großartig. Einfach nur großartig. Es ist nicht sehr, sehr wichtig und entspannend, dass du verstehst, dass Gott der Sorgenträger ist und nicht du. Und dass du nicht versuchen solltest, dir selber zu helfen. Lass Gott dir helfen. Ist es nicht der Seelsorger in der Seelsorge? Hört einen Haufen Zeugs. Den ganzen Tag. Und oftmals, was Leute bringen, sind ihre Verfehlungen, ihre Versagen und ihre Sünden. Und wenn der Seelsorger nicht aufpasst, dann beginnt er sich zu ernähren. Es wird wie Speise für ihn, weil das Negative so stark ist. Aber Gott hat uns gesagt, wir sollten nie die Sünde essen, denn dafür gibt es ein Sündopfer. Nimm das Sündopfer als Seelsorger. Nicht die Sünde kann dich auffressen. Nein, da gibt es ein Sündopfer, iss vom Sündopfer. Iss immer wieder von Jesus. Das Sündopfer nahm die Sünde. Wir können diese Sünden nicht nehmen. Siehst du? Du kannst keine Sünde nehmen in deinem Leben. Du kannst das nicht. Aber du kannst eines tun. Du kannst Freude haben am Leben. Die Zeit genießen, Erlösung genießen. Kannst du mir nochmals das Bild geben? Gott ist Zoe Leben. Du kannst Leben real und echt, aktiv, kraftvoll, in der absoluten Fülle gesegnet sein. Enjoy life. Und diene den Menschen. Aber wenn du gedient hast, dann steck deinen Schlüssel in deine Harley. Und genieß den Sonntagsausflug. Puste ein paar Blätter weg von der Straße. Enjoy life. Nachher gibt es Gespräche in der Lounge. Menschen werden kommen, es wird das Abendmahl vielleicht nochmals genommen oder es wird Gespräche angeboten, Gebete angeboten. Hilf den Menschen. Aber nachher, wenn du zu Hause bist, genieß das Leben. Nimm die Probleme nicht mit nach Hause, die du hier hörst. Und derjenige, der mit Problemen kommt, lass sie hier. Bruder Hagen hat es immer wieder gesagt, so viele Menschen kommen vor Gott. Sie knien sogar nieder. Sie weinen sich aus. Versuchen, ihre Sorgen ihm zu übergeben. Und in dem Moment, wo sie abends sagen, stehen sie auf und sie nehmen alle Sorgen wieder mit und packen sie mit und sie gehen nach Hause. Nein, wenn du die Sorgen abgelegt hast, dann bleiben sie vor dem Thron. Dann bleiben sie vor dem Kreuz. Nimm sie nicht wieder mit. Have a little faith. Hab nur Glaube so groß wie ein Senfkorn. Denn wenn du mit jemandem betest, weißt du, es muss nicht der Pastor sein, ganz wichtig. Ganz wichtig. Denn Gott ist nicht begrenzt, durch Pastoren zu wirken. Was für eine armselige Welt, wenn es so wäre. Nein. Sondern wir alle haben als Kinder dieselbe Autorität. Wir Pastoren wirken nur stärker, wenn der Mantel der Salbung über uns kommt. Nur dann sind wir
in der Kraftwirkungen anders oder mit den Gaben des Heiligen Geistes. Aber die Salbung, der Mantel und die Gaben des Heiligen Geistes können dort hinten im link dritten Stuhl von hinten genauso kommen wie hier auf der Bühne. Lass die Dinge vor dem Thron. Und geh nach Hause und nimm das Zoe-Leben mit nach Hause. Nimm einen Zustand, der vital ist, über Vitalität verfügt, der belebt ist. Geh nach draußen heute Nachmittag, mach was Verrücktes. Go do something crazy. Etwas, wo du Spaß hast. Etwas, wo du Freude hast. Etwas, was du noch nie getan hast. Amen. Sagst, ich war schon 30 Jahre nicht mehr schwimmen, dann geh schwimmen heute Nachmittag. Amen. Ich war noch nie Bungee-Jumping, dann jumpe Bungee. Einfach mit Seil und nicht ohne. Du sagst, ich wollte schon lange wieder mal eine spontane Reise machen, dann lastminute.ch. Enjoy life. Ja, aber vielleicht reichen die Finanzen nicht. Das vielleicht ist unser Feind. Weißt du, was wir so oftmals festgestellt haben? Wenn wir einfach den Schritt machen, step out, mach den Schritt und die Finanzen folgen. Wo Vision ist, ist auch Provision. Where there is vision, there is provision. Und das ist the leap of faith. Das ist der Schritt des Glaubens. Finanzen sind vielleicht während der Vision noch nicht da, aber auf dem Weg zur Vision kommt die Provision, the provision. Halleluja. Enjoy life. Ja, diene mit allem, was du hast. Und dann, wenn du abgeschlossen hast, enjoy your life. God is good. Denn du dienst nächstes Mal viel besser, wenn du dazwischen genossen hast. Genieß das Leben mit deiner Frau. Amen. Genieß das Leben mit deinem Mann. Enjoy life. Das ist, was Gott möchte. Lass das Zoe-Leben dominieren, nicht das Psuche-Leben. Und du bist mehr als nur Bios.